als Robert Wittlatschill, bin seit Beginn der Trainingswohnung da. Meine Laufbahn ist eigentlich schon viel früher im Entstehen worden, so quasi bin ich schon jetzt da fast 30 Jahre in dem Job. Was mir irgendwie da fasziniert hat an diesem Konzept war, dass es nicht um Aufbewahrung so quasi gegangen ist. Also man gibt Behinderten die Möglichkeit zu wohnen, der Versorgung, aber das war es dann schon. Sondern da war die Idee von Anfang an die, dass man gesagt hat, eine zeitliche Befristung. Die Menschen, die bei uns also wohnen werden, ziehen ein, um wieder auszuziehen. Was dann die Voraussetzung natürlich auch war, individuell zu arbeiten. Das heißt, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, sondern das Konzept ist so ausgelegt, dass also die Vielfalt wichtig ist, dass also jeder Einzelne Bedürfnisse und Wünsche hat, die berücksichtigt werden und darauf bauen wir auf. Da werden sie animiert, also da versuchen wir wirklich dahingehend die Leute zu unterstützen, dass sie sich trauen, dass sie Mut haben, dass sie einfach auch Wünsche äußern, die ja vielleicht ein bisschen abgehoben sind oder Ideen zu entwickeln. Das ist das ganz, ganz Wichtige dabei. Die schönen Erlebnisse für mich sind sicher die, wenn man 3 Jahre Bewohner, Bewohnerin begleitet hat und man dann sieht, also wie selbstbewusst sie ihr Leben angehen. Wo die kleinen Schritte Früchte gezeigt haben, wo ich jetzt so ganz überzeugt bin, dass es da sehr viele Menschen gibt, die einfach aus welchen Gründen auch immer, nicht? Also die Chancen nicht kriegen. Die Trainingswohnung ist eine Chance. Und der, der es nutzen kann und der, der es schafft, der hat dann wirklich die Möglichkeit, auf seine Füße zu stehen. Und das finde ich so, so toll. Also wie ich mir es auch wünsche, nicht? Ich mag ja auch nicht ständig, dass man wer hinterher rennt und sagt, was ich zu tun habe. Aber dass man sein Leben irgendwie so meistern kann, dass man damit zufrieden ist, das finde ich total toll. Und das erlebe ich immer wieder. Und das baut mir sehr auf. Nicht? Das finde ich schön. Das funktioniert, also das kann ich immer wieder nur sagen. Es ist keine Geschichte, die so eine Alibi-Sache ist, sondern das Konzept geht auf. Es funktioniert tatsächlich. Ich heiße Katharina Papst. Ich bin am 1. August eingezogen in TW. Ja, meine Ziele sind zum Beispiel kochen, Wäsche waschen und lernen. Ich bin 1,5 Jahre in TW, habe viel gelernt und bin gern da. In TW, ich habe auch alle Betreuer gern. Eno, Gigi, Eva, Johanna, die liebe Chefin, auch die Hubi, die kommt genau. Hubi und die zum Retter. Ich komme zu Eno. Und die Gigi und die Gilda. Aber ich habe mich beschlossen, dass ich nächstes Jahr, 2010, in eine eigene Wohnung gehe, auch wenn ich gerne in TW bin. Ich bin aber schon bereit, dass ich in eine eigene Wohnung gehe, aber ich werde meine Leute nicht vergessen und ich werde euch ab und zu, wenn ich Zeit habe, besuchen. Mein Name ist Helga Schemitsch, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Wie wir gemerkt haben, dass unsere Tochter eben auch so wie andere Jugendliche in diesem Alter eben bestrebt war, selbstständig zu wohnen, haben wir einfach gemerkt, also dass sie noch nicht so weit ist von ihrer Entwicklung her für ein eigenständiges Wohnen. Was ich persönlich ganz toll finde an dieser Trainingswohnung ist das, dass die Astrid eben 2 Bezugsbetreuer hat.
die einfach für sie da sind, die einfach ihre ganzen Probleme und ja, die persönlichen Dinge von ihr wissen, aber auch, dass einige andere Betreuer eben noch zusätzlich da sind. Die Astrid ist freier geworden. Die Astrid hat ein größeres Selbstwertgefühl bekommen. Wir konnten einen Teil unserer Verantwortung irgendwie abgeben. Wir waren nicht mehr nur diejenigen als Eltern, die für die Erziehung der Astrid zuständig waren, die immer nur gesagt haben, Astrid, so musst du das machen und Astrid dies und jenes, sondern wir konnten jetzt Partner für sie werden. Weil für uns einfach die Atmosphäre hier in dieser Trainingswohnung von Anbeginn an sowas von familiär und vertraut war. Auch wir als Eltern wurden so wertschätzend auch aufgenommen und ich habe mich so verstanden gefühlt in meinen Problemen. Ich durfte unsere Probleme irgendwo auch sagen. Und vor allem die Astrid hat nicht das Gefühl, irgendwie da jetzt in einer Institution zu sein, sondern ja, sie ist in der WG, sie ist da ja, in ihrer Wohngemeinschaft, so wie viele andere eben auch. Und das ist das Schöne an dem.